Der dritte Mann im Bunde, Eberhard Ginger, Bundestagsabgeordneter der CDU und Vize im Deutschen Olympischen Sportbund. Auch sein Leumund in Sachen Doping hat Kratzer. Eberhard Ginger, bester Turner aus Westdeutschland in den 70er Jahren. Kürzlich gab er zu, auch er habe Anabolika eingenommen, für die Muskeln. Dopinggegner empörten sich darüber, wie gerade so jemand den Kampf gegen das Doping repräsentieren könnte. Die Wogen legten sich aber schnell. Er erklärte, alles ein Versehen. Er hätte doch nicht gedopt. Es war gar kein Anabolikum, sondern es hieß Anabologes. Und damals stand auf der Packung drauf Anabolikum auf Vitamin-E-Basis. Und das habe ich bekommen. Und das habe ich allerdings dann nicht mehr richtig gewusst und habe nur noch dieses Anabolikum im Hinterkopf gehabt. Aber nach Rücksprache mit dem Arzt habe ich eben erfahren, dass es kein Anabolikum war. Anabologes gab es damals tatsächlich. Es ist kein Anabolikum, es ist nur ein Vitaminpräparat. Wir recherchierten weiter und fanden heraus, bereits 1992 erklärte Ginger bei einer Zeugenaussage, dass er 1974 sehr wohl Anabolika einnahm. Er benannte sogar die Marke Fortabol. Und Fortabol ist kaum mit Anabologes zu verwechseln. Ginger ist jetzt in arger Erklärungsnot. Die nationale Anti-Doping-Agentur wird vermutlich auch weiterhin keinen wirksamen Kampf gegen das Doping führen können. Zumindest solange diese Herren das Sagen haben.